So, du existierst noch nicht mal in seinem Leben. Checkst du jetzt so? Und davon leben die. Okay, ich kann einerseits verstehen, wenn man eine bestimmte Größe ist, dass man auf sowas nicht reagieren möchte, weil sonst geht sein Spiel auf, unnötiges Spiel. Ich spiele was zu und wenn du fest zurückschießt, dann sag ich, ja, guck mal, ich bin wichtig, er musste zurückschießen oder so, dass man das so... Das ist das, das ist das. Man hat nichts, das meine ich. Man sitzt am Tisch, der Tisch ist leer. So, das ist es, sonst nichts, aber die tun so, ob der Tisch proppevoll ist. In Wahrheit ist da nichts. Guck mal die Doku, wie viel Arbeit haben wir da reingesteckt? Sag mal. Sehr viel, ja. Verstehst du, was ich meine? Und dann so irgendwelche Pisser, so die da in irgendwie so ein Kinderzimmer, Wohnzimmer mit so einem Handy sitzen und Video, die versuchen noch darüber zu reden. Dann, ey, in eurem ganzen Leben könnt ihr sowas nicht machen. Also macht lieber etwas, das meine ich. Macht lieber. Ey, ich finde das selber armselig, lächerlich, ne? Dass die Leute nur noch mich haben irgendwie. Guck, ich habe mich einmal zurückgezogen, ne? Haben die sich gegenseitig zerfleischt. Ist alles, was weiß ich, nein, der dies, nein, der da. Nichts ist beständig, Bruder. Alles nur Dings, Pussys so, ja? Die labern. I smell pussy. Aber am Ende des Tages so, und neutral und hier und da und dort, das war's. Man lebt eigentlich davon, dass die eigenen Werke ankommen. Das will jeder Künstler, das will jeder, der irgendetwas kreiert oder produziert, das will jeder haben. Also mein Interesse wäre es natürlich, also bevor ich vergesse, in Bezug auf diese Doku, wir haben sehr, sehr viel konstruktive oder positive Kritik bekommen, sehr viel Lob bekommen. Dafür möchte ich mich wirklich recht herzlich bedanken. Ja. Das ist nämlich ein Antrieb dazu für uns, ja. Und das gibt uns mehr Wind in unsere Segel. Ja. Muss man ganz klar sagen, es motiviert uns dann noch besser. Da kann ich mal nach Mexiko rein. Leute vom... Irgendwelche Gangs aus Mexiko haben schon gesagt, dass sie mit ihm nichts zu tun haben wollen und dass sie den auch nicht bei sich haben wollen. Wenn er nach Mexiko reinkommt, wollen sie den in der Kiste wieder zurückschicken. Der Spooky oder wie der sich nennt, der hat da ganz klare Ansagen gemacht. Der ist da der Chef von irgendeiner Gang. Bessere noch weitere Projekte abzuliefern. Und aber das Grundverständnis für den Zuschauer ist, hier ist keine Plattform für gewisse Spekulationen. Ja. Hier gibt es nur diesen Mann und ich arbeite mit diesem Mann. Ich mache die Sachen, damit diese Projekte umgesetzt werden. Es gibt keine dritte Person. Es gibt auch keine vierte Person. Nur, was ich alle habe sagen muss, ist, dass aus dem Bereich, zum Beispiel Jackbreaker wurde so an mehreren Stellen mittlerweile aufgegriffen, obwohl ich behind the scenes bin. Ich bin ja nicht im Vordergrund. Ja, ich mache ja nur meine Arbeit und müsste dann eigentlich durchsichtig eigentlich sein gegenüber den Zuschauern. Und es gab schon einige YouTuber, die stellen sich dann halt folgende Frage. Aber meines Erachtens ist die teilweise berechtigt, und zwar folgende. Die sagen, ja, was hat Isa, oder die sagen, Isa ist Schaltzentrale. Weil diese ganzen Vorgänge den Zuschauern vermitteln, dass er dann mit dir über Kolosseum redet und so weiter, diese deine genutzten Begriffe auffasst und dann sagt, er ist Kolosseum, er wird da für Unterhaltung sorgen mit Ali Osman. Das suggeriert natürlich dem Zuschauer etwas, wo ich dann aus meiner Sicht dann plötzlich gemerkt habe, in den Kritiken über die Doku. Heißt es dann, oh, Isa, sehr gut gemacht, die Doku und so. Das ist mehrmals aufgetaucht und das hat mich persönlich auch gestört, weil der Isa ist ein YouTuber, mit dem kannst du gut sein und er kann auch Lehrling von dir sein, aber die Zuschauer fassen das schon teilweise so auf, als ob er direkt mit dir die Videos produziert. Das müsste man sauber trennen. Das kannst du nicht trennen. Das ist einfach so eine Sache. Die Leute machen das. Nein, stimmt nicht. Du siehst doch, die machen Teams draus, obwohl kein Team da ist. Die sagen dann, wie hieß das dann? Jackbreaker, Ali, Isa, Gianfranco, Toban. So, nein, sowas gibt's nicht. Gab es auch nicht. So, jeder ist für sich eine Person, jeder hat sein Ding. Wir haben gemeinsam einen Weg, wir teilen gewisse Sachen. Aber das ist das. Man macht es sofort daraus. Man will es gerne. Warum? Weil dann seine Schwäche sofort auf dich kommt. Deine Arbeit auf ihn projiziert wird, was gar nicht stimmt. Guck mal, mich juckt das nicht. Alter, die haben doch die ganze Zeit zusammen, die waren doch ein Team, Alter. Was erzählt er denn jetzt hier die ganze Zeit? Jetzt will er es auf einmal trennen und sagt, nee, jeder macht sein Ding und dies und jenes. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt eine Fraktion dargestellt, ganz einfach. Ihr habt eine Fraktion dargestellt und versucht, verschiedene Leute auf eure Seite zu ziehen. Was labert ihr denn für so eine Scheiße, Alter? Und ihr habt richtig an Mazdak Schwanz gehangen, Alter. Ihr habt, einer nach dem anderen habt ihr richtig bei Mazdak gelutscht, dass er auch zu eurer Fraktion kommt, damit ihr einen YouTuber dabei habt, der abonnentenstark ist.
nicht, ne? So, aber nur mal kurz als Beispiel so, ne? Und ob alles nicht gereicht hat, guck dir den Dicken mal jetzt an, den Django Schiss, ne? So, wo der war, ne? Auf einmal ist er wieder in Deutschland, sitzt genau wieder da, wo der sitzt, so, und labert da wieder seine Geschichten. So angeblich, so, der wollte doch nicht mehr über mich reden oder sonst was machen. So, Ich sollte nicht über dich reden, während ich in der Türkei war. Jetzt darf ich wieder über dich reden. der wollte doch, das meine ich, die Videos sind da, was er selber sagt, das ist geil. So. Und man muss noch nicht mal was beweisen, da ist schon der Beweis die ganze Zeit. Er wollte neue Content machen, er wollte dies machen, das machen, jenes. Wo denn, was denn? So, statt, das ist die Technik. Reden über andere, dass man über mich nicht redet. Weißt du, der denkt sich, der kann sich jetzt da wieder so reinschleichen, weißt du, der ist schon klinisch tot. So, der denkt, der kann sich so reinschleichen und fängt er jetzt an wieder zu lachen. Nein, beantworte doch erstmal deine ganzen Dings, die gestellt. Was ist denn mit dem, du wolltest doch in einem international großen Rockerclub, wollte der doch Mitglied werden. Und hin und her. Hey, da sind 20 Sachen, die er hingestellt hat. 0,00. Abwarten, abwarten, Ali, abwarten. Null. So, da seine Abis so. Und jetzt kommt er mit diesen, nein, da. Ja, da ist eine Tatsache. Da war doch der Enthüller. Guck mal, was die mit mir versucht haben, alles zu machen. Alles schon vergessen, so. Alles schon vergessen. Da war alles in Ordnung. So. Nein, dies, nein, das, nein, Beweis, nein, Dokument. Da stellst du jetzt alles dahin. So. Siehst du? Verstehst du jetzt, was ich meine? Die haben nichts. Der hat gar nichts, gar nichts. Der sitzt da, bla 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 bla. Lügen, 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 dies, das, jenes. Aber worum es um Tatsachen geht, darüber redet er nicht. Antworte doch, du hast das doch hingestellt. Und was für ein Rockerclub? Land, dich nimmt keiner, wie jeder das schon gesagt hat. 99,9%, wenn der Junge schon seinen Mund aufmacht, sind das Lügen. So, was willst du dich mit so einem noch befassen? Der ist schon klinisch tot, wie Isa das gesagt hat. Der ist schon am Verbluten, deine Ecke im Dingen. Ne? Und versucht da immer noch Dinge zu machen. Alter, der hat 90% Dislikes, okay. Das sagt der Typ, das sagt der Typ, der bewiesenermaßen jeden weggezinkt hat und Leute in den Knast gesteckt hat. Er redet über Lügen und keine Ahnung was, ey, der Typ ist so geil. Okay, so hin und her. Der sitzt immer noch da. Checkst du jetzt, weil ich meine, Geld, Geld, sonst nichts. Der hat seine Seele verkauft. Das, was soll ich dir dazu sagen? So, was willst du dich mit sowas befassen? Vordergrund geht es doch darum. Ja, warum befasst du dich mit sowas? Und warum hast du weggeschnitten, was der Jack Breaker dazu sagt? Warum hast du weggeschnitten, was der Mann dazu gesagt hätte? War es berechtigt? Es war berechtigt. Warum? Hat doch jeder gesehen. Lügner, Hochstapler, dies, das, den legen wir mal beiseite. So. Und man muss doch gucken, wie sowas angefangen hat. Er ist doch derjenige, der das am Machen war. So, er hat doch die Leute. Guck mal, wegen denen in der Öffentlichkeit habe ich Anzeigen wegen den kassiert. Hat der mich weggezinkt? Der hat. Geil, jetzt sagt er das hier. Wo? 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 Du zeigst doch gerne Sachen schwarz auf weiß. Wo habe ich dich weggezinkt? Wo hast du wegen mir eine Anzeige gekriegt? Wo? Wo habe ich ein Wort bei der Polizei oder bei den Behörden gegen dich gesagt? In welchem Gericht saß ich und hab mit dem Finger auf dich gezeigt und du hast das und das gemacht? Du kleiner Hund, hä? Wo? Wo habe ich das gemacht? Ne, die tun Frauen. Dann, der hat eine Prostituierte als Freundin, weil ich das gesagt habe, nein, dies und aber selber hat Frauen rein. Also alles, was. Guck mal, dieser kleine Bastard, ne? Dieser kleine Bastard, er hat schon wieder gemacht, ne? Dieser kleine Bastard, Alter, hat es schon wieder gemacht. Ich will seine Mutter nicht beleidigen. Seine Mutter kann da bestimmt nichts für, dass sie so einen Bastard auf die Welt gebracht hat, ne? Aber dieser Hund hat es schon wieder gemacht. Er hat sich schon wieder getraut, über meine Freundin irgendeine Scheiße zu sagen. Ich habe jedes Mal gesagt, noch hat er mich nicht so weit, dass ich das sage, ne? Aber dieser kleine Bastard, Alter, wenn du anfängst, die ganze Zeit über meine Freundin zu reden, ne? Du kleiner Luder, Alter. Dann reden wir doch mal darüber, warum du das Sorgerecht abgegeben hast. Warum du das Sorgerecht hast. Warum deine Frau das Sorgerecht abgegeben hat. Du kleiner Luder, Alter. Du kleiner Hundesohn, Alter. Dieser kleine Bastard hat nämlich dafür gesorgt, dass seine eigene Frau, dass die Mutter seiner Kinder ein Junkie geworden ist, ja, die hat es nicht mehr ausgehalten mit diesem Mann und hat sich einfach weggeballert, Alter, hat sich einfach weggeballert mit Drogen und ist mittlerweile ein Pflegefall und deswegen hat dieser kleine Sohn das Sorgerecht für seine Kinder, ja, und jeder in Rheinhausen weiß das, du kleiner Lutscher, Alter, red mal lieber, was in deinem Privatleben nicht richtig läuft. Was er abbekommen hat, hat er selber gemacht. So, das ist nur die Konsequenz gewesen. So, wenn einer, darum habe ich das doch gesagt.
Wenn man sich erinnern kann. Ich habe gesagt, wenn du so einen einmal im Loch hast, darfst du den nicht rauslassen. So, und guck mal, siehst du, hat mich doch bestätigt. Ey, erst so, dann so, nein, Türkei, dann der Moralapostel, alles wird anders, er will dies nicht. Das. Auf einmal, aus heiterem Himmel, wie nichts erzählt, deine Geschichte, sitzt er wieder in Deutschland vor dem Monitor und macht genau das, was er macht und hat einfach vergessen und tut so, was alles passiert ist. So, diese Abonnenten, ganz ehrlich, nur um die Leute mal aufzuklären, damit die das mal verstehen. Vertraut mir, guckt nicht auf diese Abonnentenzahlen. Das ist alles fauler Zauber. So, dann erklärt mir eins. Der hat jetzt, was hast du gesagt, 33.000 Abonnenten, richtig? So. Sagen wir mal 40.000, ja. Ey, guck seine Videos an, wie viele Klicks der bringt. Wo sind diese Abonnenten? Das sind tote Abonnenten. Verstehst du, wie ich meine? So, die existieren nicht. So, daran darfst du dich gar nicht festmachen. Du siehst es, der hat 200.000 Abonnenten, am Monatsende kommt er mit 40.000, 50.000 Klicks um die Ecke. Wie geht das? Wo sind dann die ganzen 150? Leute, jetzt redet der echt über Dingens, über Mazzak. Der hat 200.000 Abonnenten. Der zieht echt über Mazzak jetzt noch her. Am Monatsende kommt er mit 40, 50 machen. Du siehst es, der hat 200.000 Abonnenten. Am Monatsende kommt er mit 40, 50.000 Klicks um die Ecke. Wie geht das? Wo sind da? Jetzt redet er echt über den Mazzak, Alter. Die ganzen 150.000 Abonnenten. Checkst du jetzt, was ich mache? Daran darfst du halt nicht fest. Als ob jeder Abonnent sich jedes Video immer gibt, Alter. Was ein Vollidiot das ist, ne? Das Mache ist abgefallen, definitiv. So, du musst gucken, was du produzierst, was du machst, was du da bietest. Das meinte ich ja vorhin. 90%, geh dahin, die Ali Osman hier, Ali Osman da. Guck dir die Leute an, was machen die? Gar nichts. Der redet über dich, Schengis. Nein, nein, über mich hat er geredet, als er mit 30.000, 40.000 Abonnenten geredet hat. Aber dass er jetzt sagt, 200.000 Abonnenten hat der und der hat dann nur so und so viele Klicks, damit meint er Mazzak. Mazzak ist der mit den 200.000 Abonnenten, nicht ich. Nichts, die haben überhaupt gar nichts. So. Ey, mach doch was eigen, mach doch mal was anderes. So. Zeig doch mal was. So. Gar nichts können die, außer bla 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 bla. Die denken, die können sich irgendwo in der Ecke. Guck mal, du siehst, wie viel Arbeit wir gemacht haben, um nur diese Doku zu machen. Ne? Das sind Leute, die setzen sich in irgendeine Wohnzimmer-Ecke, Kinderzimmer, keine Ahnung, nehmen so ein Handykamera. Bla bla bla, ich bin der, der ist dies, ich weiß alles, die wissen nichts, hin und her. Knöpfchen zu, YouTube hochladen, das war's. Ali hier, die stehen morgens mit Ali auf, gehen abends mit Ali. Dann, ey, ohne mich seid ihr nichts, dann schämt ihr euch nicht. So, aber scheiß drauf. Ja, ich zieh mal Resümee. Ohne dich sind wir nichts, natürlich, klar. Ohne dich sind wir nichts. Du bist ja nicht zu mir gekommen, weil ich einen laufenden Kanal hatte, ne? Bist ja nicht deswegen zu mir gekommen. Du Vogel, Alter. Ehrlich jetzt, interessiert mich echt nicht. Ich lach darüber. So. Und teilweise tut mir das schon leid. Diese Leute tun mir leid, ehrlich jetzt. So, ne? Kannst du dich noch an meinen Spruch erinnern? Die Freundschaft der Hunde gewährt so lange, bis der erste Knochen fällt. Ne? Die sollen sich da untereinander machen, tun und keine Ahnung. Das ist für mich Jacke wie Hose. Wir bleiben auf Kurs. Wir machen unsere Sache so, wie wir wollen, wann wir wollen. So und. Tam wie Pistik, Lando. Ohne Scheiß, Alter. Boah. Ich freue mich auf den Tag, wo dir endlich mal einer die Mütze vom Kopf haut, Alter. Weil dein blau-weißer Schatten nicht mehr hinter dir ist. Der Rest, der interessiert keinen und jeder soll wissen, wo sein Platz ist. Ein Scheiß dreht er mit Satudara. Ein Scheiß dreht er mit Satudara. Nie wieder hat der irgendwas mit Satudara am Hut. Du bist Jack Breaker, der Kameramann. So, wenn es um technische Sachen geht, Kritik, Lob, wie auch immer, kann man an dich kommen. Okay, so, was mich... Sollte doch dieses Jahr auch zu Ende sein. Sollte doch jetzt im Oktober zu Ende sein, seine Bewährung. Oder wollen wir auf November, Dezember warten? Nie wieder wird der was mit Satudara machen, der Schwätzer. Angeht, ich bin der Kanalbetreiber, ich bin der Hauptverantwortliche für... Ach, dieser Vogel, Alter. Alles, die können zu mir kommen. Ich bin auch in Kontakt mit Satudara. Nie wieder macht er was mit denen. So, und der Rest ist alles glasklar. Diese Gruppierung, dies und das, die können da. Es gibt keine dritte Person. Nein, scheiß einfach drauf. Jeder soll in seinem Film bleiben und weitermachen. Ob das ist einfach, wer sich darauf einlässt. Aber die Sache ist zum Beispiel jetzt so, wenn wir Menschen in einem Projekt, sag ich mal, zeigen, heißt es nicht, dass wir dann ein Team sind. Ja, nein, die hätten das aber gerne. Die hätten das gerne. Zum Beispiel, ich sag mal, der Vorteil für mich oder das Schöne an diesen Projekten ist, dass ich viele Menschen aus ganz anderen Lebenssituationen und Lebensumständen kennenlerne. Ja, du nimmst das ja von deiner Sicht wahr. Ja, du hast ja mit dem allem nichts zu tun. Ich hab nichts. Aber die würden dich gerne da reinziehen, das ist der Punkt. Die würden es gerne. Ne, wie die das versucht haben mit Toba oder sonst was oder mit Isa. So, das ist irgendwo normal. Warum? Guck mal,
Die, die von Lügen leben und sich ernähren, für die ist die Wahrheit Gift, Mann. Die können das noch nicht mal sehen, geschweige im Mund nehmen. So. Und deswegen versucht man dann alles zu machen, was man will. Nur, ich habe das früh genug erkannt. Seitdem siehst du ja, hörst du ja nichts mehr von mir. Warum? Ja, ich bin der Letzte, der sich auf so einen Scheiß einlässt, Mann. So. Die das immer noch versuchen, die sollen sich schämen, Mann. Die sollen sich selber schämen. Die sollen mal im Spiegel gucken und sich sagen, ey, ich setze mich jeden Tag hin und laber so viel Scheiße, aber kann nichts auf den Tisch tun. So. Hab nicht einen eigenen Content, kann mich mit nichts identifizieren, außer so, Alios, Mann, hier, Alios, Mann, da, nein, der, die, nein, der da, das ist doch lächerlich, Mann. Lass die unten da in ihrem Sumpf da sich planschen und machen und tun. Dann ist für mich so, die leben in Takatuka-Land, weißt du? So, die haben sich irgendwas da aufgehört. Mein Gott, lass die, wir gucken auf uns. Mir ging es heute um. Guck mal, wie Mazdak auf einmal auch ein Feind geworden ist, weil er nicht mehr auf Ali seine Scheiße reagiert. Das ist auch so geil, ne? Erst wollte er ihn auf seine Seite ziehen, hat nicht funktioniert, jetzt redet er gegen Mazdak, ne? Dann wollte er mich auf seine Seite ziehen gegen Hells Angels, hat gemerkt, ich vertrag mich mit dem, dann bin ich der Feind geworden. Dann hilft mir, dann will er den, labert er den bei Siddhar mich schlecht. Der Siddhar hilft mir, dann ist Siddhar sein Feind geworden. Ey, dieser Laberkopf, ne, das zieht sich, die Kreise ziehen sich immer weiter. Um dem Video vor allen Dingen, ne? Man soll die Tatsache nicht vergessen, so, also die Realität nicht vergessen, da ist eine Realität. Und all die, die schon geredet haben, die sollen Antworten geben. Ne? Der will das machen, dies machen, jenes machen. Packt euch mal eine eigene Nase, ne? Und guckt mal. Und ansonsten so, ich bin froh, dass unsere Gemeinschaft wach ist, nicht blind ist und alles schön wahrnimmt. So. Und die Mehrheit hat das auch gezeigt. Und für mich abschließend ist die Sache damit gegessen. So. Ich kenn diese Nummern, bei mir zieht die Masche nicht, hast du auch gemerkt, ne? So. Und ich bleib stehen, wenn ich was sehe, Hack ist Hack, dann marschieren wir. So. Ob dies, das, Drohungen etc. Und was ist passiert? Nichts ist passiert, wir haben das durchgezogen. Und in Zukunft werden wir das auch durchziehen, so. Ohne Gnade. Wenn das für uns so ist, dann ist es auch so. Du bist Jack Breaker, der Kameramann, ich bin der Verantwortliche von dem Kanal. So. Also ich bin über alles, ich nehme die ganzen Verantwortungen und der Rest, der soll einfach in seinem Müllhaufen das spielen, juckt mich nicht. Was ich noch zum Schluss sagen will, zwei Sachen diesbezüglich, weil da wurde so viel geredet, immer Kolosseum, Kolosseum. Die haben das gar nicht verstanden, was ich damit sagen wollte, was Sache ist, was der Hintergrund. Dieses ganze Paket, deswegen werde ich mit Isamer, wenn der jetzt Zeit hat, werden wir an so einem besonderen Ort nochmal so ein kleines Video machen, so, und diese Sache mal auch auf den Punkt bringen und vom Tisch räumen. So, was, wie, wo, wie das ist und wie. Normalerweise interessiert mich nicht, aber wir haben dann einen schönen Ort gefunden und da werden wir dann mit dem Isa dieses Video machen, das dann auch klarstellen. Und am Ende, genau, da war noch eine Sache, die auch wieder so ein bisschen daneben untergegangen sind. Was will er denn klarstellen? Wo will er denn drehen? Sag doch mal Bescheid, an welchem Tag du da bist mit deinem Gesellen. Sag doch mal Bescheid, bitte. Sag mal Bescheid, was ihr da drehen wollt, worum es geht. Sag mal, wo das ist. Bitte. Bitte. Mach das doch mal. Hab doch mal die Eier dazu. Deswegen will ich das auch ansprechen. Auf jeden Fall an meinem Bruder Alex Amnion. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Outlaw Bochum wurde eröffnet. Ist vielen vielleicht ein bisschen entgangen. Viele haben das so mitbekommen. Aber auf jeden Fall, Outlaw Bochum wurde eröffnet. Geile Sache. Ne? So, top Jungs, top. Guck mal. Oh Gott. Ein Schelm, wer da Böses ahnt, ne? Banditos wird verboten, Outlaw Bochum wird eröffnet. Und Ali hat da seine Finger mit dem Spiel und gratuliert jetzt noch. Alter. Wer hat einen Nutzen dran, wenn Outlaws Bochum und Banditos sich miteinander anlegen würden? Ich sage anlegen würden. Wer hätte da einen Nutzen von? Wem wird das in die Hände spielen? Dem lieben Vater Staat, ne? Der kann dann wieder ein paar Rocker-Hops nehmen. Mann, 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 Alter. Wer diese Scheiße nicht durchschaut, ne? Wer diese Scheiße nicht durchschaut, Alter. Geschichte, wurde auch Zeit. Auf jeden Fall auch an die ganzen Jungs in Bochum. Anhört. Super Sache, bleib stabil, bleib stehen. Und bleib stabil, bleib stehen. Ich dachte, du wärst immer pro Rot-Gold gewesen. Pro Mexican, pro Banditos. Jetzt sagst du Outlaws. Geil, dass ihr in Bochum aufgemacht habt. Du kleine linke Ratte, Alter. Was ist er für eine linke Ratte? Was ist mit Rot-Gold und Support und keine Ahnung was?
Jetzt sagst du, bleibt stabil, bleibt stehen, wenn die Autos in Bochum sind. Das war es eigentlich von mir. So, mehr habe ich auch nicht mehr darüber zu sagen. Mehr will ich auch nicht mehr darüber reden. Und ansonsten der Rest, die sollen machen, was die wollen. Hauptsache, ich sage das nochmal ganz ehrlich, lasst doch meinen Namen aus der Sache raus. Macht was Eigenes, komm, zeigt mal. Wenn ihr was seid, zeigt mal, macht mal was Eigenes. So, ne, Ali Osman. Aber scheiß drauf, juckt mich. Es ist dann nämlich vom Bandido-Schwanz auf den Outlaw-Schwanz gesprungen, weißt du? Und reitet jetzt darauf eine Runde Ich rum. auch nicht. Wir sind für die Wahrheit, die Straße vergiss nicht, anhören. So. Und das war's. Also wenn du noch abschließend selber noch was sagen willst. Also die Sache ist die, ich will mit Ali Osman einfach nur Projekte umsetzen. Also ich finde die Erfüllung in etwas zu produzieren, zu gestalten. Alles andere erfüllt mich nicht. Und wir wollen uns nur auf die eigenen Projekte konzentrieren, was abliefern. Schön, dass er das da am Ende noch gesagt hat.